So, hallo liebe YouTube-Fans und weiter geht's mit Evercade und ich habe für euch heute die Pico One Collection. Die ist ziemlich abgefahren, die ist unglaublich vollgepackt. Ich glaube, das ist eine der Collections mit den meisten Games drauf für Evercade. Gehört unbedingt in der Evercade-Sammlung, wenn man das Gerät hat, aus meiner Sicht. Sind ein paar richtig tolle Kracher da drauf, ein paar weniger schöne. Pico hat eine ganze Menge alte Lizenzen gekauft und dann entsprechend wieder vermarktet. Manche sind richtig toll, andere sind so lala, aber insgesamt finde ich, ist das eine, ich sag mal, von den Cartridges, die es gibt, eine, die man auf jeden Fall in der Sammlung haben sollte. Warum und was es da zu sehen gibt, wie immer bei mir im Schnelldurchlauf und einige Highlights. 8 Eyes ist ein 8-Bit-Plattformer im Castlevania-Stil und aus meiner Sicht sehr gelungen, aber auch fies schwer. Muss man aber aus meiner Sicht wirklich mal reinspielen. Brave Battle Saga, ein ganz tolles 16-Bit klassisches RPG, schöne Story, sieht nett aus, spielt sich gut. Was man sieht, ist, dass einige Sprites nachbearbeitet sind und eigentlich nicht immer so ganz zum Geschehen passen. Kann man aber drüber hinwegsehen. Ist solide gemacht. Canon Legend of the New Gods ist auf jeden Fall auch ein ganz tolles Strategie-RPG. Soweit ich das jetzt im Kopf habe, auch das einzige seiner Art auf Evercade. Wer also auf das Genre geht, muss das unbedingt haben. Und ansonsten gilt das, was ich bei Brave Battle Saga gerade gesagt habe. Und Draken ist ein altes 3D-Rollenspiel, was da, ich sag mal, so ein bisschen in die Kerbe von Eye of the Beholder schlagen will oder sowas, aber an diese Klasse absolut nicht rankommt. Trotzdem ist es ein interessantes Spiel und für Rollenspieler auf jeden Fall auch empfehlenswert, weil es doch eine ganze Menge Eigenständigkeit besitzt. Dragon View im Prinzip was Ähnliches in 2D, kann man sich auf jeden Fall antun und ist so ein bisschen zwischen Plattform-RPG, Action-RPG, ist auf jeden Fall gut präsentiert und macht Spaß und hat eine Menge Spieltiefe. Ja, dann gibt es hier den Dog and Imp, ganz normaler Plattformer, sieht ganz nett aus, ist aber für mich kein Highlight. Iron Commando ist ein typischer Brawler, also spielt sich's auch und ja, fette Kerle, fette Muskeln, fette Action. Ja, ich sag mal, ne, Stereotyp, aber okay. Dann The Immortal, ein isometrisches, soll ich es Action-RPG nennen? Es ist nicht wirklich eins, weil es mehr so ein bisschen, wenn es das damals schon gegeben hätte, wäre es sowas wie Quicktime-Events, aber das passt auch nicht so ganz. Es ist ein mega interessantes Single-Dungeon-Crawler-RPG-Dings irgendwas. Ist aber wirklich gut gemacht, aber auch bockeschwer. Ihr seht also, wir haben sehr viel im RPG-Bereich. Jim Power, The Lost Dimensions. Interessanter Plattformer, vor allem deswegen interessant, weil der unglaublich psychedelisch ist. Und das, also von der Optik her, weil das Parallax-Scrolling total in die Hose gegangen ist. Und deswegen zeige ich den hier euch nicht, weil ich nicht weiß, der ein oder andere hat da vielleicht echt Probleme. Da kann einem tatsächlich schon Motion Sickness als zweiter Vorname entgegenkommen. Magic Girl, ein routinierter Shooter, so ein bisschen Fantasy-Setting, sehr nett gemacht. Ganz toll finde ich Nightshade, das ist ein ganz klassisches Point-and-Click-Adventure, toll gemacht im 8-Bit-Stil. Powerpicks of the Dark Age, ja, also es ist irgendwie sehr humorig, cartoonig, ein Highlight ist es nicht, aber spielen kann man es. Power Punch 2, ja, ihr seht schon, ne? Das ist halt so ein Boxspiel, das natürlich andere Genregrößen kopiert und dann nicht ganz an deren Stärke kommt. Radical Rex ist ein netter Plattformer mit einem Dino und einem Skateboard. Ja, es ist so, wie es heißt. Kann man machen, muss man nicht. Switchblade, also es gibt eine beinharte Switchblade-Community und der möchte ich jetzt nicht auf die Füße treten. Ich finde das Spiel okay und gefällig und wenn man sich damit viel beschäftigt, kann man da auch wirklich Spaß mit haben. Es ist aber ein bisschen uninspiriert und an vielen Stellen merkt man, es hätte man besser machen können. The Humans, sehr, sehr interessantes Plattform-Puzzlespiel, wo man mit verschiedenen Figuren dafür sorgen muss, dass die eben sozusagen zusammenarbeiten und ihre Stärken ausspielen.
Tinhead, ein sehr interessanter Plattformer, der ist routiniert gemacht, hat ein mega Parallax-Scrolling und spielt sich auch ganz gut, ist aber, ich sag mal, insgesamt kein Genre-Highlight. Way of the Exploding Fist, das sollte vielleicht ein Begriff sein, viele kennen es. Ich persönlich habe mich nie so richtig in das Spiel reingefunden. Man muss sich damit wirklich extrem auseinandersetzen und auch wirklich die Moves und alles extrem rausfuchsen. Wer auf das Thema Kampfsportspiel in 2D steht, wird da aber sicherlich mit glücklich werden, weil das Spiel relativ viel Spieltiefe hat für so ein einfaches Spiel. Für mich ein Highlight aus dem Bereich mehr arcadisch, ist aber ein Mega Drive Spiel, ist Water Margin. Ja, ich sag mal so, schlägt in die Kerbe von Golden Axe, macht es auch ganz gut. Top Racer, auch ein sehr nettes Rennspiel. Und damit sind wir dann wieder durch. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal so ein paar Sachen, von denen ich denke, man sollte sie gesehen haben. Fangen wir mal an mit Brave Battle Saga. Natürlich gibt es hier einen Vorspann und natürlich könnten wir jetzt hier Continue und so weiter. Und natürlich habe ich hier auch schon einen Spielstand und ja, schon viele, viele, viele Stunden in das Spiel investiert, gar keine Frage. Und ihr seht, es gibt natürlich eine Story und es präsentiert und ISO-Grafik ist, wie man das eben kennt, nach nettem 16-Bit-Stil. Und ihr ahnt wahrscheinlich schon, was da auf euch zukommt. Und es ist alles routiniert gemacht und auch wirklich schön. Cutscenes lassen sich nicht wirklich überspringen. Das ist vielleicht noch so eine Sache, die man wissen müsste. Ich gehe jetzt hier mal so ein bisschen schnell durch. Wer da Interesse dran hat, denke ich, wird sich da sicherlich noch weiter mit beschäftigen. Es ist sehr viel zu dem Spiel zu finden. Und natürlich könnt ihr das auch auf dem Mega Drive als Modul bekommen. Wenn man es denn noch bekommt, ist gar nicht so einfach. Aber was man hier sagen muss, und das betrifft viele Spiele, die Evercade-Varianten sind zum Teil überarbeitet. Also Bugs, die zum Beispiel in den Originalspielen drin waren, sind hier teilweise mit sehr, sehr, sehr viel Mühe und Geduld rausgepatcht. Neue Enden rein, wo zum Beispiel irgendwas fehlte oder so. Da wurde sich sehr viel Mühe gegeben. Ja, und ihr seht, also es ist eben klassisches RPG und man kann eben all das tun, was man eben bei einem RPG auch erwarten würde. Und ja, das ist eben genau das, was es sein soll. Und das macht es routiniert und gut. Und ich persönlich denke, das ist einfach das, was man von einem RPG erwartet. Und es ist eben klassisches 16-Bit. Und das ist aus meiner Sicht, ja, ich sag mal so ein Genre, was auf der Evercade nicht allzu stark vertreten ist. Und wo man dann eben aus meiner Sicht nichts verkehrt macht, wenn man sowas gerne spielt. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was man empfehlen kann für RPG-Fans. Wie gesagt, Canon Legend of the New Gods geht in eine ähnliche Kerbe. Draken, für alle, die es noch nicht kennen, zumindest mal gerade reingeguckt, weil es, wie gesagt, ziemlich einmalig ist. Es ist damals auf dem Super Nintendo erschienen und hat, ja, ich sag mal, eine sehr gemischte Presse gehabt, weil, und das ist einfach auch so, das Spiel, ja, auf der einen Seite sehr faszinierend ist, im Sinne von es gibt eine ganze Menge Dinge, die man vielleicht einfach nicht erwartet, insbesondere auch von der Optik her, ihr seht das hier, und auch von der Spieltiefe her ist überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite hat es viele sehr störrische Elemente und man muss sich auch wirklich damit auseinandersetzen und da reinfuchsen, um überhaupt eine Chance zu haben, das Spiel genießen zu können. So, und ihr seht es jetzt, also es ist eine völlig offene 3D-Welt und man kann hier wirklich überall hingehen und alles machen. Und man hat hier eine ganze Menge Möglichkeiten, auch der Inventarverwaltung, der Spielzüge und so weiter und so fort. Ja, und für meine Begriffe ist das technisch gesehen immer noch ein imposantes Spiel, wenn man berücksichtigt, aus welcher Zeit das kommt. Also ihr seht zum Beispiel, ich bin jetzt hier in den Wassergraben und der Typ säuft, ja, gar keine Frage. Ja, also das sind so kleine Details, wo ich echt denke, wow, die haben sich da wirklich Mühe gegeben. Man kann seine Party, wie ihr das hier gerade seht, eben aufspalten. Man kann eben auch mit allen gleichzeitig was machen und so weiter und so weiter. Und ja, die Innenräume sind ähnlich gut dekoriert. Also es ist ein Spiel, wo ich sage, muss man sich drauf einlassen und da muss man echt Geduld mitbringen. Dragon View macht das ganz ähnlich, aber eben in einer 2D-Perspektive auch interessant. Und auch da wurden noch Sachen extra für Evercade angepasst, damit bestimmte Sachen durch das Save-System auch funktionieren. Oh, natürlich nehmen wir jetzt hier einfach mal alles
0815 ist ja klar hier. Ne? So. Und wie gesagt, es gibt Bugs, die in den Originalspielen drin sind, die man hier zum Teil eben schon vermieden hat. Ihr seht eine gefällige, nette Grafik und nette Background-Story. Und ja, das, was man so erwartet, ja, gehen wir jetzt hier auch nicht weiter drauf ein. Aber auch das ist ein Spiel, was ich empfehlen kann. Dog and Imp muss man nicht haben. Ein Kommando sollten wir vielleicht mal gerade kurz reingucken, weil, ja, zwar nichts Besonderes, aber nett gemacht. Vor allem deswegen nett, weil die Sprites richtig fett und groß sind und es ordentlich Action ist, kracht und was hermacht. Man kann Waffen aufheben, so alles, was so im Genre halt üblich ist. Ich persönlich denke, dass das auch für VS einfach ein super Titel wird, ja, dass man da bestimmt eine Menge Spaß mit haben kann. Wer also über das Klischeehafte hinweg sieht, der kriegt auf jeden Fall schon ein Spiel geboten, wo man einfach gute Unterhaltung hat. Mehr ist es nicht und weniger auch nicht, ganz klar. Auf jeden Fall routiniert und ja, das macht das, was man erwartet. Ja, dann seht ihr es. Und hier sind ganz nette Effekte, wenn ihr mal seht, so die Grafiken, die Lichteffekte, die Schatten. Ja, ne, also wenn man den Typen sieht, also klar, ne, mehr Klischee geht nicht, aber ihr seht auch, ja, das ist halt ganz nett und man teilt halt hier gut aus. Das ist so das, was man eigentlich erwartet, wenn man diese Art von Spiel entsprechend spielt. Ihr seht auch verschiedene Möglichkeiten, sich gegen die Typen hier zur Wehr zu setzen. Ich versuche jetzt gerade mal diese Waffe da unten aufzunehmen. Irgendwie stehe ich mich aber wieder zu blöd an. Jetzt ist sie wieder weg. Ja, also ne, es ist halt nichts, was man nicht erwarten würde. Es ist einfach so, wie man das klassischerweise kennt. Man hat eben auch Möglichkeiten, die Gegner zu werfen. Nachher gibt es dann auch noch Möglichkeiten, mit der ganzen Szenerie hier interaktiv umzugehen und so weiter und so weiter. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß einfach nicht mehr, wie man hier... Ah, so. So, jetzt habe ich es aufgehoben. Das wäre es gewesen. Ja, ja, ja. Also manchmal, ne, wenn ich das die ganze Zeit lang nicht gespielt habe, muss ich auch erstmal wieder überlegen, wie es war. Klar, ne, man könnte im Handbuch nachgucken, aber das ist ja für Anfänger, das kennen wir ja. So, aber ne, ihr seht es. Es macht das, was es soll und dafür ist es in Ordnung. The Immortal, vielleicht einfach auch mal kurz reingucken, weil, ja, ist schon irgendwie ansprechend, ist schon irgendwie cool. Ja, und dann seht ihr, gibt eine tolle Hintergrundstory und so ein bisschen hat es einen Diablo-Charme, aber spielt sich halt sehr, sehr, sehr viel klassischer. Man kann eben sehr schön mit der Umgebung interagieren. Und ihr seht, das ist alles so präsentiert, dass es natürlich alles irgendwie diesen extremen Fantasy-Charme hat. Kämpfe laufen irgendwo ab zwischen verschiedene Quicktime-Events und rundenbasiert. Magic Girl auf jeden Fall auch mal kurz reingucken. Ihr seht, das hier wird ein längeres Video. Hier gibt es wirklich eine Menge, was sich lohnt. Also aus meiner Sicht wirklich ein Must-Have für Evercade. So, ihr seht, das ist so, wie wir das kennen. Ein typischer Shooter, den wir eigentlich von anderen Herstellern bestens gewohnt sind und der sich natürlich nice in das Fantasy-Shooter-Portfolio einfügt und eben auch alles das mitbringt, was man eben aus dem Genre gewohnt ist. Aufsammelbare Extras natürlich, Power-Ups und so weiter und so weiter. Nun aufgeregt, aber gefälliger Soundtrack und so weiter und so weiter. Also natürlich nette Endgegner, ein mittlerer Schwierigkeitsgrad und so weiter. Ja, also das ist auf jeden Fall was, was man empfehlen kann. Nightshade ist ein Spiel, was für mich so ein bisschen der Geheimtipp hier auf der Collection ist, weil man den leicht übersieht. Ist eben, ja, wie gesagt, ein ganz, ganz klassisches Point and Click fürs NES. Und ihr seht, ja, fängt schon sehr dunkel an und ich habe jetzt hier so eine ganz doofe Situation. Also da hat jemand eine Bombe gezündet und ja, will mich hier in die Luft sprengen und ich muss natürlich gucken, dass der mich nicht in die Luft sprengt. Und dementsprechend muss ich hier jetzt mit allem interagieren und muss mich aus meiner misslichen Lage befreien.
Und dann kann man eben hier mit der ganzen Umgebung und seinem Inventar natürlich versuchen, bestimmte Dinge zu tun. Und dann kann man dann eben mit dem Cursor, genau wie bei einem normalen Adventure, dann eben versuchen, Sachen aufzusammeln und Rätsel zu lösen und so weiter. Also ganz klassisch, ganz routiniert, aber sehr gut gemacht. Ja, das könnten wir vielleicht einfach mal überspringen. Ihr seht, es ist unglaublich viel drauf auf dieser Compilation. Hier will ich einfach nochmal gerade reingucken mit euch, weil ich das einfach auch optisch sehr nett finde. Aber ihr seht, es ist unmöglich, dass ich euch alles in einem Video zeige. Will ich auch gar nicht, aus meiner Sicht einfach nur die Sachen, die ich besonders interessant finde. So. Also wer Golden Axe kennt, fühlt sich hier wahrscheinlich auch sofort zu Hause. Und ja, man hat eben die Möglichkeit, hier Sachen aufzusammeln, Zaubersprüche zu casten und natürlich auch verschiedene Waffen und verschiedene Spielfiguren zu nutzen. Und auch natürlich sehr, sehr starke und abwechslungsreiche Gegner auch teilweise, die dann auch oft von vielen Seiten und in Horden auf einen zukommen, verschiedene Taktiken erfordern. Ist alles wirklich nett gemacht und ich persönlich finde, das ist auch ein absolutes Highlight. Ich spiele es echt sehr gern. Also hier sehen wir das, ne? Wie gesagt, wer Golden Axe kennt, weiß, da gibt es bildschirmfüllende Effektgewitter, wenn man so einen Zauber loslässt. Und dann grillen wir hier in dem Fall zum Beispiel die Baddies. Ist auch nicht neu, aber eben gut. So, dann den Top Racer möchte ich auch mal gerade reingucken, weil vielleicht kennen viele Lotus Esprit Turbo Challenge und das ist hier ziemlich ähnlich, würde ich sagen. Und ist auch ein Tipp, würde ich sagen, für Racing-Freunde, weil das für mich eines der wirklich gelungensten Racing-Spiele für Evercade ist. Auch hier, denke ich, wird das Ganze sehr davon profitieren, dass man das auf VS spielt. Ja, wir kennen das alle hier, die Möglichkeiten, die wir haben. Und hier sehen wir auch die originale Herkunft. Verschiedene Autos kann man wählen. Ja, also rein theoretisch finde ich, ist das eben so diese Art von Spiel, wo man einfach sagt, es ist klar, was zu erwarten ist. Es ist aber auch klar, dass es, ja, ich sag mal, von der Umsetzung her verschiedene Möglichkeiten gibt. Und das hier ist aus meiner Sicht gut umgesetzt. Sowohl das Geschwindigkeitsgefühl, als auch das Streckendesign, als auch, hier seht das eben, wir haben hier wieder den Splitscreen. Natürlich im Multiplayer ist das Ding auf jeden Fall eine Sache wert. Gar keine Frage. Jetzt musste ich auch schon wieder wegen der Button-Belegung überlegen. So, aber ihr seht, ja, dichtes Fahrerfeld und dann gibt es hier noch nette Kommentare immer. Das haben nachher andere auch für andere Spiele übernommen, haben sich hier durchaus auch inspirieren lassen. Das dürfte dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Aus meiner Sicht wirklich ein sehr gut gemachtes Rennspiel mit vielen Streckenautos, grafischer Abwechslung, wie gesagt, einem gefälligen Geschwindigkeitsgefühl, netten Landschaften, so ein bisschen Tiefeneffekt und aus meiner Sicht auf jeden Fall was, was sich zu spielen lohnt. Ich habe es ziemlich lange und ziemlich viel schon gespielt und komme immer wieder gerne drauf zurück. Es gibt eine Möglichkeit, hier ein Turbo einzuschalten, das seht ihr hier gerade. Also rein theoretisch wirklich ein Spiel, wo ich sage, für Rennfans auf jeden Fall ein Tipp, sollte dann auf jeden Fall in die Sammlung. Ja, damit sind wir dann bei meinem Rundblick durch die Pico 1 Sammlung durch und aus meiner Sicht etwas, was ich euch unbedingt empfehlen will. Bis dann, ciao!